Die Zarenkrone. Inbegriff von Reichtum und Macht Russlands. Was immer faszinierte, war der Zar, dieses unheimliche Vermögen. Die Schatzkammern der Paläste bargen einst Brillanten und Juwelen von unendlicher Pracht. Ich sehe dadurch, wie seriös, reich und erfolgreich Russland einmal war. Krieg und Revolution zerstören das Zarenreich. Alles, was die Schätze und Juwelen der Romanows betrifft, steckt hinter einem schweren Vorhang des Geheimnisses. Die Herrscherfamilie wird gestürzt und ermordet, ihre Schätze konfisziert. Was die Blutjuwelen der Romanows betrifft, darunter waren unbeschreibliche Schätze. Ein Vermögen verschwindet. Die Zeit der Schatzsucher beginnt. Es gibt die Legende, ein Zug mit Gold sei versunken. Die Dynastie der Romanows. Was ist mit den Palästen, den Juwelen, dem Geld? Juwelen, Brillanten und Gold. Für immer verschwunden? Der verlorene Schatz der Zaren. Nicht mehr als ein Mythos? St. Petersburg im Sommer 2012. Eine Gala in der Eremitage, dem ehemaligen Zarenpalast. Es ist die exklusivste Veranstaltung des Jahres in der Stadt. Ehrengast ist Prinz Dmitri Romanow. Mehr als 300 Jahre saßen seine Vorfahren auf dem Thron Russlands. Übrig geblieben ist den Romanows kaum etwas. Prinz Dmitri lebt in Kopenhagen. Erst 1991 besuchte er erstmals die Heimat seiner Vorfahren. Ich habe mich gefragt, wie wird es sein? Soll ich niederknien wie der Papst und den Boden küssen? Wohl eher lieber nicht. Aber was ist unsere Zukunft in diesem Land? Niemand wusste, was passieren wird. Was ist unsere Rolle? Zar und Zaren besitzen Kronen, Tiaras, Colliers, Armbänder, Ketten, Haarnadeln. Übersät mit Edelsteinen und Perlen, gefertigt aus Gold und Platin. Da fragt man sich, was ist aus diesem Zarenschatz geworden? 1913 feiern die Romanows den 300. Jahrestag der Thronbesteigung ihrer Dynastie. Ihr Vermögen wird nach heutigem Wert auf 55 Milliarden Euro geschätzt. Diese 300-Jahr-Feier wurde natürlich grandios begangen und alle möglichen Geschenke wurden rechts und links gemacht. Geschenke, die heute in den Museen der Welt zu bestaunen sind. Der legendäre Hofjuwelier Fabergé fertigt für das Jubiläum 2000 Gastgeschenke aus Gold, Silber und Juwelen. Zar Nikolaus II. Schenkt der Zarin Alexandra eines der berühmten Fabergé-Eier. Es zeigt 18 Miniaturbildnisse aller Romanow-Zaren. Fabergé ist mehr als ein Name, es ist ein Symbol. Ein Symbol für den Reichtum Russlands, aber auch für den Untergang. Nikolaus II. Ist der letzte Zar. Das Land war das Führende der Welt. Die Nummer eins und hat sich in eine Ruine verwandelt. Daran war in großen Zügen er schuld. Er war nicht hart genug, hat sich nicht genug um Russland gekümmert. Der Erste Weltkrieg und die Revolution zwingen Zar Nikolaus II. Zur Abdankung. 1918 wird die gesamte Familie ermordet. Niemand hat später von den Romanows gesprochen. Wir waren wie blinde Kätzchen, ohne die Wahrheit über die eigene Geschichte zu kennen. Die Kunstexpertin Nadjezda Danieljewitsch sucht weltweit in Archiven nach den Spuren des Zarenschatzes. Der Milliardär Alexander Iwanow
verkauft seit 20 Jahren Kostbarkeiten der Zarenfamilie. Der ermittelnde Staatsanwalt Wladimir Salavjow arbeitete 16 Jahre an einem umfassenden Report zur Ermordung der Zarenfamilie. Bis heute darf der Bericht in Russland nicht veröffentlicht werden. Ich bin der Meinung, dass Russland sich noch immer im Bürgerkrieg befindet. Das Schicksal zu vieler Opfer des Bürgerkrieges ist noch immer nicht geklärt. Das betrifft vor allem die Zarenfamilie. Nadjeschda Danieljewitsch war Mitglied der Kommission zur Aufklärung der Ermordung der Romanows. Ihre Aufgabe war es, das Schicksal der persönlichen Schätze der Zarenfamilie zu erforschen. Das war unglaublich wichtig, weil sehr viele Sachen, die Mitgliedern des Zarenhauses gehörten, auf unterschiedlichen Wegen ins Ausland gekommen waren. Moskau, für Jahrzehnte Zentrum der sowjetischen Macht. Der Kreml, erbaut von den Zaren, wird nach der Revolution zum Palast der kommunistischen Herrscher. Im Büro von Nadjeschda Danieljewitsch stapeln sich Kataloge, Akten und geheime Unterlagen aus der ganzen Welt. Die Hauptaufgabe war es, Licht ins Dunkel zu bringen. Alles, was die Schätze und Juwelen der Romanow betrifft, steckt hinter einem schweren Vorhang des Geheimnisses, der von der Geschichte verstaubt war. Keiner konnte diese Last, diesen Staub heben. Ich wollte den Staub aufwischen und die Frage klären. Drei, vier Tage vor dem Mord an den Romanows wurde ein Gesetz vom Rat der Volkskommissare über die Konfiszierung des Besitzes der Zarenfamilie erlassen. Nadjeschda Danieljewitsch findet in den Archiven des KGB Unterlagen über den Verbleib der Schätze in den Wirren der Revolutionsjahre. Es gab einen geheimen Katalog des Diamantenfundus, in dem alle Kronjuwelen der Zarenfamilie abgelichtet waren. Nach seinem Verfasser Fersmann benannt, listet der Katalog den gesamten Kronschatz detailliert auf. Das war sehr leicht durchzuführen, weil alles auf einem Haufen lag. Zum Ende des Ersten Weltkriegs wurden die Kronjuwelen in den Kreml geschickt, damit die Deutschen sie nicht bekommen konnten. Als die Bolschewiki kamen, haben sie alles wie für sie vorbereitet vorgefunden. Alle Kronjuwelen befanden sich im Kreml. Die Bolschewiki wollen nun den Schatz zu Geld machen. Die Kostbarkeiten werden für den Verkauf vorbereitet, teilweise zerlegt, vieles verschwindet. Die Odyssee beginnt. London im Frühjahr 2012. Die Metropole ist seit Generationen eine Zentrale des internationalen Kunsthandels. Bei Christie's ist Russian Arts Day. Russische Kunst der vergangenen Jahrhunderte wird versteigert. Darunter zahlreiche Preziosen Fabergés. Alexander von Solotkov gilt als einer der besten Experten des Hofjuweliers weltweit. Nach 1918, als meine Großeltern Russland verließen, hieß es eben immer, ja, die Fabergé-Stücke, die wir hatten, die mussten wir dann langsam verkaufen. Und als ich im Alter von 14 Jahren war, habe ich mir in den Kopf gesetzt, diese Schmuckstücke möchte ich jetzt wiederfinden. Erstmals gewährt Christie's einem Kamerateam Zugang zu seinem Archiv. In einem alten Katalog finden sich unauslöschliche Spuren des sagenumwobenen Zarenschatzes. Das ist also das alte originale Auktionärsbuch. Dazu kann man sagen, dass das eigentlich ein Meilenstein in der Auktionsgeschichte war, weil in 1927, das war im
März, am 16. März 1927, zum ersten Mal in London auch eine Auktion stattfand, wo Gegenstände aus dem Zarenschatz versteigert wurden. Das wurde vom sowjetischen Staat an ein Konsortium von Juwelenhändlern abgetreten, die es dann in die Auktion gegeben haben. Und da sieht man zum Beispiel hier eben auch die Hochzeitskrone der Romanows. Die Krone brachte 6.100 Pfund oder Guineas in der Zeit. Umgerechnet sind das weit mehr als 1 Million Euro. Heute wäre sie wahrscheinlich das Hundertfache wert. Russische Kunst der Zarenzeit wird zu astronomischen Preisen gehandelt. Alle kommen in die Stadt. Es ist einer der wenigen Events bei uns mit vollem Saal. Eine tolle Atmosphäre. Alle bieten selbst, man will wissen, wer da ist. Der Zar lockt das große Geld an. Auf dem Deckel der Dose sieht man das Monogramm des Zaren in Diamanten, in Brillanten gefasst. Und das ist das russische N für Nikolai und bekrönt mit der kaiserlichen Krone in Brillanten. Diese Dosen sind relativ selten und auch selten, dass sie auf dem Markt erscheinen. Auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich immer wieder das Erstaunliche, dass doch von Zeit zu Zeit Stücke aus Schubladen, die versteckt waren, auf den Markt kommen. Mehr als die Hälfte der Interessenten im Saal sind Russen. Das war eben meine erste Auktion. Er hat heute das erste Mal selbst gekauft. Alexander Iwanow gilt als einer der renommiertesten Sammler von Fabergé weltweit. Wir sammeln, was wir lieben, was uns gefällt. Aber es hat auch einen hohen kommerziellen Wert. Unsere Sammlung kostet zurzeit schon einige Milliarden Dollar. $400.000 lässt sich ein Amerikaner die kleine Dose kosten. Alexander Iwanow hat schon vor Versteigerungsbeginn zugeschlagen. Diese Tiara hat ungefähr genauso viel gekostet wie die Dose, die wir nicht gekauft haben. Nein, nein, meiner Meinung nach ist das nicht teuer. Ich finde sogar, wir hatten Glück. Außerdem, wir als Spezialisten verstehen, was das für eine Arbeit ist. Klar, die meisten unserer ernsthaften Sammler sind Russen und extrem daran interessiert, Dinge zu kaufen, die nach der russischen Revolution verkauft wurden. Das sowjetische Russland braucht Geld nach der Revolution. Der alte Schatz der Zaren bedeutet den Bolschewiki wenig. Sie haben neue Werte. Immerhin spült er aber dringend benötigte Devisen in die leeren Kassen. Es gibt kein Land, das damals nicht Kostbarkeiten der Romanows gekauft hat. Dabei denke ich an Europa und Amerika. Sogar in Hongkong habe ich Sachen von Fabergé gefunden, die einst der kaiserlichen Familie gehörten. Große Teile des Besitzes der Zaren werden verkauft. Viele Kostbarkeiten aus ihren Palästen verscherbelt. Doch was ist mit dem persönlichen Schmuck, Ketten, Ringe und Manschettenknöpfe, den Zar und Zaren täglich an sich trugen? Persönliche Wertgegenstände der Zarenfamilie befanden sich in Tobolsk. Tobolsk, eine Kleinstadt in Westsibirien, 3000 Kilometer vom Sitz des Zaren entfernt, ist 1917 die erste Station in der Verbannung der Romanows nach der Februarrevolution und der Abdankung des Zaren. Unter fremder Flagge reisen die ehemaligen Monarchen an. Im August 1917 fahren unter der Flagge des japanischen Roten Kreuzes zwei Züge ein.
Darin sind die kaiserliche Familie, das Personal des Zaren, die Diener, die Wache und 300 Soldaten der georgischen Kavallerie. Das Haus des Gouverneurs wird zur neuen Heimstatt der verbannten Zarenfamilie. Von der Pracht ihrer Paläste ist hier nichts mehr zu spüren. Einzig das Arbeitszimmer des Zaren ist original erhalten. Alexander Petruschin beschäftigt sich seit Jahren mit dem Schicksal der Romanows in Tobolsk. Es ist ein einfaches Leben, geprägt von Gartenarbeit und der Sorge um den bluterkranken Thronfolger Alexei. Mit der Oktoberrevolution hat sich ihr Leben radikal verändert. Das waren zwei Etappen. Oktober 1917. Eine zweite, eine kommunistische Revolution erschüttert Russland. Lenin und die Bolschewiki übernehmen die Macht. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Nicht weit von Tobolsk kämpfen bürgerliche Truppen gegen die Garden der Bolschewiki. Die kommunistischen Bewacher beschließen, die Zarenfamilie zu verlegen. Die Romanows machen sich daran, ihre verbliebenen Kostbarkeiten zu verstecken. Als am 13. April 1918 zuerst Zar Nikolaus, Zarin Alexandra, Tochter Maria und die Bediensteten ins Jekaterinburger Ipatjew-Haus verlegt wurden, wurde in dieser Nacht alles durchsucht. Selbst die Dosen mit Medikamenten. Sie haben nichts gefunden. Jekaterinburg, 600 Kilometer westlich von Tobolsk, soll die nächste und letzte Station ihrer Verbannung sein. In den Weiten Sibiriens tobt weiterhin ein brutaler Bürgerkrieg. Es ist ein Kampf um Macht und Geld. Aus Angst vor einer Besetzung Kiews und Rigas durch die Deutschen hatte der Zar schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges das dort lagernde Staatsgold hierher, in den Osten des Riesenreiches, abtransportieren lassen. Auf Nimmerwiedersehen? Es gibt die Legende, ein Zug mit Gold sei versunken. Moskau. Im Staatsarchiv Garf forscht der Historiker Oleg Budnitsky nach dem Goldschatz des Zaren. Ich habe hier vor mir ein paar Mappen mit Dokumenten, in denen es um das Gold von Koltschak geht. Denn das, was die meisten Zaren Gold nennen, war eigentlich das Gold des russischen Imperiums, was später unter Admiral Koltschaks Kontrolle kam. Wenn wir konkret werden, waren das mehr als 645 Millionen Goldrubel. Admiral Koltschak ist Anführer der Weißen Armee, der bürgerlichen Truppe mit Hauptsitz im sibirischen Omsk. Überlieferungen besagen, Koltschak habe einen Teil des Goldes ins 6000 Kilometer entfernte Wladiwostok geschickt. Der Weg von Omsk nach Wladiwostok war ziemlich gefährlich. Nicht ganz unter der Kontrolle Koltschaks. Hier steht genau geschrieben, wie viele Kisten Gold nach Wladiwostok geschickt wurden. Die genaue Summe 190.899.651 Rubel und 50 Kopeken. Auf dem halben Weg zwischen Omsk und Wladiwostok befindet sich der Baikalsee. Das größte Binnengewässer Russlands. Der tiefste und älteste Süßwassersee der Welt. Hier soll das Zarengold versunken sein. 2009 beginnt eine aufwendige Tauchaktion. Liegt auf dem Grund dieses Sees tatsächlich der sagenhafte Goldschatz? Mit der Mir, dem legendären Boot der Russischen Akademie, ist es einige Jahre zuvor schon gelungen, die Titanic aufzuspüren.
An Bord Anatoli Sagaljewitsch, Chef der Mir-Mission. Wir hatten noch gar nicht darüber diskutiert. Kein Wort über Gold gesagt, als einer von den Kollegen rief, er sehe das Gold auf dem Boden. Doch es läge in so einem Spalt, dass es unmöglich war, es von dort zu holen. Es gibt einen Mythos, an den man sehr gerne glauben möchte. Und als man unter Wasser etwas glänzen gesehen hat und dachte, das könne Gold sein, da hat mein Telefon nicht mehr stillgestanden. Alle Radiosender und Zeitungen haben mich angerufen und gefragt, und erzählen Sie uns doch bitte. Und ich habe geantwortet, ich glaube nicht, dass es Gold ist, und konnte die Enttäuschung förmlich hören. Taucher entdecken die Überreste eines Zuges. Aber ist es der Zug mit dem Gold? Ich weiß, wenn es da Gold gäbe, hätten wir es aus jedem Spalt geholt. Vielleicht nicht gleich bei diesem Tauchgang oder beim nächsten. Aber wir hätten ein spezielles Gerät dafür verwendet, hätten es auf 5 oder 10 Meter nach unten versenkt und dann das Gold geholt. Aber es gab da kein Gold. Die Schatzsuche ist erfolglos. Das Gold der Zaren wird nicht gefunden, verkünden die Forscher. Das Gold war nicht der Grund dieser Expedition. Das Wichtigste war natürlich die wissenschaftliche Erforschung des Baikalsees mit dem Ziel, wichtige Entdeckungen für die Wissenschaft zu machen. Kein Zarengold. Die ganze Tauchaktion entpuppt sich als Marketing-Gag eines Großfinanziers. Die vor der Kamera präsentierten Goldbarren sind gefälscht. Dennoch scheint der Glaube an das legendäre Gold auf dem Grund des Baikalsees ungebrochen. Diese Menschen, die nach dem Gold in einem See suchen, haben bloß keine Lust, ins Archiv zu gehen. Sie erzählen Märchen über einen Zug mit Gold im See oder ähnlichen Quatsch. Das ist natürlich viel interessanter und spannender, als sich langweilige Aktenberge von Finanzbeamten anzuschauen. Oleg Budnitsky ist der Erste, der sich diese Arbeit macht. Und seine Forschungen bringen Erstaunliches zutage. Was zeigen diese Dokumente? Dass das Gold niemals einfach verschwunden war. Ein kleiner Teil wurde geklaut, aber das war ein unbedeutender Anteil, weniger als 0,1% von dem ganzen Vorrat. Das ist sehr wenig. Das waren nur 13 Kisten. Budnitsky kann beweisen, nach der Niederlage der Weißen wurde das meiste Gold zurück nach Moskau gebracht, dort von den Bolschewiki ausgegeben. Noch etwas findet der Historiker in den Akten. Der Goldschatz auf ausländischen Konten wurde verwaltet von Immigrantenorganisationen zum Wohle ihrer Mitglieder. Irgendwie gibt es in Russland so eine Vorstellung, dass wenn einer etwas mit Geld zu tun hat, vor allem ohne Kontrolle, dann wird er es unbedingt klauen. Er kann einfach nicht anders. Das ist eine Täuschung. Es gab jedenfalls Menschen in Russland, die es schafften, das Geld aufzubewahren und für ihre Landsleute auszugeben. Im Laufe von Jahrzehnten unter unglaublich extremen Bedingungen. Und das ist eine der wundervollen Seiten aus der Geschichte der russischen Emigration. Zurück in Tobolsk. Mit Alexander Petruschin auf den Spuren der 1918 zurückgelassenen Kostbarkeiten der Zarenfamilie. Das Joanna-Wedjenski-Frauenkloster ist eines der ältesten Sibiriens und hat einen ganz klaren Bezug zu dem damaligen Exil von Nikolaus II. Und seiner Familie in Tobolsk. Die Nonnen haben sie mit Lebensmitteln beliefert. Sie waren ständig im Gouverneurshaus.
Und als sie gebeten wurden, haben sie selbstverständlich die Schätze der Romanows versteckt. Hinter den Mauern des Klosters, bei der Nonne Marfa, wähnten Zar und Zarin ihre Schätze sicher. Marfa hat das wertvolle Paket zuerst im Brunnen versteckt. Doch aus Angst, die Schätze würden gefunden, holt sie sie dort raus, versteckt sie zwischen den Gräbern dort drüben. Nach der Schließung des Klosters hat sie solche Panik, dass sie sogar überlegt, den Schatz in den Fluss zu werfen. Erst 1933 wird sie den Schatz den Bolschewiki offenbaren. Die verzweifelte Nonne hat sich einem Fischhändler anvertraut. Der wird sie verraten. Diese Fotos stammen aus dem Archiv des KGB. In alten Fischbottichen finden die Ermittler den Schatz. Ich nenne Ihnen eine ganz einfache Zahl. Diesen Teil der Schätze der Zarenfamilie aus Tobolsk hat man damals bewertet. Dabei ging es nicht um die künstlerische Ausfertigung. Eine Fabergé-Anfertigung zum Beispiel wurde dabei gerade mal auf 2 bis 3 Rubel geschätzt. Der gesamte Wert ihrer Schätze wurde dennoch auf mehr als 3,21 Millionen goldene Rubel geschätzt. Wenn man das in Gold umrechnet, sind das fast 3,5 Tonnen Gold. An erster Stelle steht, mit mehr als 1 Million Rubel, der teuerste Gegenstand. Das war ein 100-Karat-Brillant. Diesen haben sie mit nach Tobolsk genommen. Er hätte ihnen das Überleben im Ausland, oder wohin sie auch immer vor dem Leben, das sie leid waren, flüchten wollten, gesichert. War das alles? Ist der Fund von 1933 der gesamte persönliche Schatz der Zarenfamilie? Alexander Petruschin und seine Mitarbeiter sind nicht überzeugt. Es könnte noch mehr zu finden sein in diesem ehemaligen Kloster. Es ist ein kompliziertes Gebäude mit versteckten Zimmern, geheimen und unterirdischen Gängen. Und hier, davon bin ich überzeugt, befindet sich irgendwo ein Versteck mit Schätzen der ehemaligen Zarenfamilie. Ich glaube, diese geheimen Zimmer, vielleicht eine doppelte Wand oder einen unterirdischen Gang, haben sie damals einfach nicht gefunden. Fakt ist, die haben nur einen Teil in Tobolsk gefunden und der Rest ist hier geblieben. Liegt hier wirklich noch ein Schatz? Die Legende lebt. Das haben sie selbst gesehen. Es gibt Löcher. Heimlich wird hier gegraben, heimlich kommen Archäologen hierher, das weiß ich. Vielleicht finden sie etwas, aber vielleicht auch erst bei der Renovierung. Die Zeit wird es zeigen. Im April 1918 wird Jekaterinburg die letzte Station im Leben der Zarenfamilie. Diese nach Katharina der Großen benannte Stadt. Alexander Avdonin ist hier aufgewachsen. Ich wurde im Jahr 1932 geboren. In eine Familie der Eisenbahner, die an der Eisenbahnstation Schertasch lebte. Wir wohnten in einer Baracke mit 60 bis 70 Familien. Und einige von denen konnten sich noch daran erinnern, wie die Zarenfamilie ankam. Manche konnten sich noch erinnern, wie der Zug da stand und stand. Das nach seinem ehemaligen Besitzer benannte Ipatjew-Haus wird zum Gefängnis. Hinter einem hohen Holzzaun verbringt die Zarenfamilie ihre letzten Wochen. In seinem kleinen Zarenmuseum erinnert Alexander Avdonin heute an diese Zeit. Der Platz vor dem Ipatjew-Haus hieß der Platz der Volksrache. Keiner hat gefragt, wieso der Platz so hieß. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es irgendwo Leichen geben müsste.
Ich wusste noch nicht einmal, dass sie erschossen wurden. Das Schicksal der Zarenfamilie lässt den jungen Alexander Avdonin nicht ruhen. Er ist Geologe. Jahrelang recherchiert er mit Freunden, spricht mit Zeitzeugen. 1979 meint er zu wissen, wo die Zarenfamilie, über deren Schicksal weltweit gerätselt wird, vergraben ist. Aber ich habe Gott angefleht, dass wir dort nichts finden, weil ich nicht wusste, falls wir etwas finden, was wir damit machen sollen. In einem Birkenwald, etwas außerhalb von Jekaterinburg, gräbt die Gruppe, getarnt als geologische Mission, nach den Überresten der Zarenfamilie. Wir hatten eine Entdeckung gemacht. Wir haben den ersten Schädel rausgeholt, dann den zweiten, dann den dritten. Und ich meinte, wir sollten aufhören, dass es reicht. Wir waren sehr ergriffen und sehr aufgeregt. Was sollten wir bloß machen? Mein Freund Ryabov sagte, wir werden berühmt. Dabei konnte das alles auch unser Ende sein. Wo sollen wir denn hin damit? Zuerst mal haben wir alles zu mir nach Hause gebracht und den ganzen Abend Wodka getrunken und Gott schütze den Zaren gesungen. Zar Nikolaus II., die Zaren und die Kinder. Jahrzehnte wusste niemand, was aus ihnen wurde. Sind es tatsächlich ihre Gebeine? Ich hatte große Angst. Was sollten wir mit ihnen machen? Wie könnten wir sie verbergen? Sie beschließen, die Schädel wieder zu vergraben. An gleicher Stelle, im Birkenwald vor Jekaterinburg. Wir haben 12 Jahre lang geschwiegen. Mit Beginn von Perestroika und Glasnost verändern sich die Bedingungen in Russland. Als ich das erste Mal nach Russland kam, war gar nichts weiß oder schwarz. White and black. Der Prinz reist nach Jekaterinburg. Wir kamen aus dem Zentrum. Und man konnte sehen, dass die Stadt immer mehr wie eine europäische wurde. Dann machten wir eine Wende und parkten. Ein merkwürdiger Ort. Leer. Was ist das? Dort stand früher das Haus, in dem die Zarenfamilie inhaftiert war. Es war abgerissen. Der Prinz betet für seine Verwandten und wird erkannt. Neben mir stand eine Frau, typisch russisch, mit einem Kopftuch. Sehen Sie, selbst heute kann ich das nicht vergessen. Sie lehnte den Kopf an meine Schulter und sagte: Können Sie sich vorstellen, was für ein Wunder? Ich stehe hier und bete für Ihre Familie. Und Sie stehen neben mir. Ich kann das nicht vergessen. Die Frau hatte ja keine Ahnung, wie mein erster oder zweiter Name ist. Ihr reichte, dass ich Mitglied der Familie der Ermordeten bin und mit ihr betete. Es war wie ein Wunder für sie, doch tief in mir auch für mich. Die Vergangenheit bleibt präsent, besonders wenn sie geprägt ist von Unglück und Mord. Disaster and murder. Zwölf Jahre nach dem ersten Fund, werden die Schädel und Knochen erneut ausgegraben. Durch genetische Tests
Auch mit Hilfe der Familie Prinz Dimitris kann die Zarenfamilie identifiziert werden. ...1998 werden die sterblichen Überreste in Anwesenheit des damaligen russischen Präsidenten Jelzin bei einem Staatsakt in der St. Petersburger Peter- und Paul-Kathedrale begraben. Viele Pilger und Gläubige gingen dorthin, um für die Zarenfamilie zu beten, weil sie ihre Schuld spürten. Sie haben das Schicksal der Zarenfamilie bedauert. Inzwischen gibt es in Moskaus Kreml andere, weltliche Zaren. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass es Ende der 90er Jahre viele Diskussionen bezüglich der Hinterlassenschaft und des Erbes der Zarenfamilie gab. Einige Wissenschaftler waren der Meinung, dass sich riesige Besitztümer im Ausland befänden und dass Russland diese Besitztümer zurückfordern solle. Sie wurden auf Milliarden Dollar geschätzt. Im Museum des Moskauer Kreml ist ausgestellt, was vom Kronschatz übrig geblieben ist. Immerhin, Krone und Zepter der Zaren haben die sowjetischen Herrscher nicht verkauft. Die Kuratorin des Kreml-Museums reist unermüdlich herum, auf der Suche nach den verlorenen Schätzen. Es ist kein Geheimnis, dass nach der Revolution in den 20er Jahren viele Meisterwerke, zum Beispiel von Fabergé, von den Bolschewiki ins Ausland verkauft wurden. Von den 50 Fabergé-Eiern des Zaren sind nur 10 im Museum des Kreml geblieben. Heute wird das Jubiläumsei des Zaren dort stolz präsentiert. Es ist sehr wichtig, die Dinge wieder zusammenzufügen. Es ist die Zeit in unserer Geschichte, in der wir zurück auf unser nationales Kulturerbe schauen. Russland hat sich verändert. Vor den Toren der Stadt entstehen Siedlungen mit prachtvollen Villen, die von ihren Besitzern oft gerade mal als Wochenenddatscha genutzt werden. Hier leben die Superreichen. Alexander Iwanow gehört dazu. Hinter diesem Zaun ist die Datscha von Chodorkowski. Hier wohnen viele Politiker, Geschäftsleute. Nikolaje Gori ist eine der besten Gegenden hier. Alexander Iwanow ist mit Computerhandel reich geworden. Vor langer Zeit, in den 90ern, als ich noch Jurastudent an der Moskauer Universität war, habe ich begonnen. Gorbatschow kam an die Macht und Perestroika fing an. Kommerzielle Aktivitäten wurden erlaubt. Und ich, als Student im sechsten Semester, habe schon Millionen verdient. Nur gab es nichts, für was ich das Geld ausgeben konnte. Und da, Anfang der 90er Jahre, habe ich gezielt mit dem Sammeln von Fabergé angefangen. Stolz präsentierte Oligarch seine Kostbarkeiten. Hier in der Vitrine stehen Stücke von Fabergé. Dieses Bild hat eine Inschrift, wonach es von Vermeer gemalt wurde. Ich habe das Bild ersteigert. Jeder weiß, dass Vermeer nur sehr wenige Bilder gemalt hat, nicht viel mehr als 10 in der ganzen Welt. In dieser Vitrine sind verschiedene Gegenstände. Ein silberner Bär, teilweise Porzellan, Ikonen. Das ist eben nur für unseren Alltag. Das, was wir mögen, stellen wir hier aus. Fabergé und Vermeer für den Alltag.
Ich habe es schon oft erlebt. Wenn man ein Kunstwerk sehr teuer erwirbt, steigt es später im Wert und wird nicht günstiger. Und Sie werden es gemerkt haben, teure Dinge sind nun mal teuer. Ein Kunstwerk von Fabergé sinkt niemals im Preis. New York im Jahr 2004. 9 Fabergé-Eier eines verstorbenen milliardenschweren Sammlers sollen verkauft werden. Die Kollektion des berühmten Forbes. Er hat die Eier sein ganzes Leben lang gesammelt. Alle wussten das. Alle Kunsthändler haben für ihn gearbeitet. Nach seinem Tod wurde seine Kollektion verkauft. Der russische Oligarch Viktor Wechselberg bringt die Eier nach Hause, wie er sagt. Für mehr als 100 Millionen Dollar. Meiner Meinung nach war das eines der wichtigsten historischen Ereignisse der letzten Jahre für Russland im 21. Jahrhundert. Selbstverständlich wollten wir diese Sammlung damals kaufen, aber leider hat er sie gekauft. 2007 in London. Die nächste Chance. Ein bisher unbekanntes Fabergé-Ei taucht bei Christie's auf. Aus der Sammlung der Familie Rothschild. Schnell gehen die Gebote über 6 Millionen Pfund. Umgerechnet fast 10 Millionen Euro. Und sie steigen weiter. 7 Millionen Pfund. 8 Millionen. In the room. Not your swimming pool. Not your fantasy. It's in the room at 8 Millionen Pfund. I'm selling it. Acht Millionen Pfund. Ein sensationelles Ergebnis. Ja, das ist ein sehr gutes und teures Stück. Es steht im Guinness-Buch der Rekorde. Ich habe in meinem Leben tausende Kunstwerke nach Russland geholt. Ich habe dort eine sehr große Sammlung. Nur ist es im Moment fast unmöglich, dort ein Museum aufzumachen, da es zu viel Bürokratie gibt. Und vor allem eine gewisse Unsicherheit, was das Morgen angeht. In Russland war es nicht möglich. In Deutschland schon. Baden-Baden. Hier hat der russische Oligarch 2009 sein Museum eröffnet. Baden-Baden war immer ein unglaubliches Zentrum für die russische Aristokratie. Und das ist bis heute so. Ein Großteil der Villen hier in Baden-Baden gehört Russen. Und das ist auch kein Geheimnis. Das Museum ist eine Ansammlung prachtvoller Schätze aus der Zarenzeit. Vieles gehört in den Romanows persönlich. Eines meiner Lieblings-Fabergé-Exponate in dieser Kollektion ist natürlich das kaiserliche Osterei, gefertigt aus karelischer Birke. Es wurde gemacht für Zar Nikolaus' Ehefrau Zarin Alexandra. Das Schicksal von dem Ei ist tragisch, wie auch das Schicksal Russlands in den Zeiten. Schade ist nur, dass die Überraschung aus dem Ei verschwunden ist. Das war ein mechanischer Elefant. Ein Glücksbringer. Ist natürlich sehr symbolisch, denn das Glück in Russland ist in dem Jahr 1917 zu Ende gegangen. Heute gilt Alexander Iwanow als einer der führenden Fabergé-Experten weltweit. Er sammelt russische Geschichte. Zurückgeben will er sie nicht. Ein Beispiel diese Fabergé-Uhr. Ein persönliches Geschenk an den vorletzten Zaren zu seiner silbernen Hochzeit. Das ist ein sehr teures Werk von Fabergé. Sein Schicksal ist auch wieder tragisch, wie das viele anderer Zarenschätze. Christie's konnte die Uhr zweimal bei einer Auktion nicht loswerden. Keiner wollte sie kaufen. Ich verstehe nicht, warum keiner die Uhr kaufen wollte. Es ist eines der besten Werke von Fabergé. Es war mir peinlich. Ich schämte mich für unser Russland, für unseren Präsidenten, für unsere Kultur, dafür, dass der Staat keine mickrigen 6 bis 7 Millionen Pfund finden konnte, um eines der schönsten Werke von Fabergé zurück ins Land zu holen.
Ich sehe durch diese Dinge, wie seriös, reich und erfolgreich Russland einmal war. Iwanow und andere Oligarchen haben viele Schätze gekauft, die heute wieder öffentlich zu bewundern sind. Doch was geschah mit dem ganz persönlichen Schmuck von Zar und Zarin? Im Moskauer Staatsarchiv findet sich ein Buch, in dem die Monarchin handschriftlich ihren persönlichen Schmuck notiert hat. Ich weiß zu 99,9%, dass es sehr große Steine gab. Die Zarin hatte eine unglaubliche persönliche Kollektion. Weltweit hat Nadjeschda Danieljewitsch Informationen gesammelt. Inzwischen weiß man in Fachkreisen von ihrer Suche. Ich soll diese Eier hier dem Museum der russischen Emigration in Kislovodsk übergeben. Ganz kleine mit Rubinen. Und noch ein rotes Kreuz. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die Zarin diese Eier der Krankenschwester Hitrovo als Teilnehmerin des Krieges geschenkt. Diese Eier hat sie Fräulein Hitrovo geschenkt, die zusammen mit ihren Töchtern im Lazarett Verwundete gerettet hat. Das sind Eier, die zu uns aus den Händen der Zarin gelangt sind. Man kann sogar sagen, dass die Wärme ihrer Hände auf diesen Sachen erhalten geblieben ist. In alten Dokumenten stieß der Staatsanwalt auf Zeugenaussagen von Soldaten, die am Mord beteiligt waren, und auf Spuren des Schatzes. Seither ist bekannt, was in Jekaterinburg mit der Zarenfamilie genau passiert ist. Dort, wo sie ermordet wurde, steht heute eine Kirche. Der Zar wurde als erster getötet, weil mehrere Personen gleichzeitig auf ihn geschossen haben. Die Zarin versuchte, sich zu bekreuzigen, und sie wurde auch gleich getötet. Wenn man eine solche Schießerei hört, ist die normale Reaktion, schnell wegzurennen. Doch hier ist etwas Erstaunliches, etwas Mystisches passiert. Alle übrig gebliebenen Mitglieder der Zarenfamilie, die jungen Mädchen, sie haben sich um den Zarjewitsch gruppiert und haben versucht, ihn mit ihren Körpern zu verstecken und zu schützen. Sie dachten, alles würde leise und ruhig ablaufen. Der Leiter Jurowski befahl, auf das Herz zu zielen, damit es so wenig Blut wie möglich gab. Doch die Prinzessinnen trugen Korsette. Also schossen und schossen und schossen sie. Die Mädchen starben einfach nicht. Die Mädchen trugen speziell gefertigte Jacken. In die Mieder waren Brillanten eingenäht. Und dann plötzlich hat man einen Schrei gehört. Die Dienerin Demidowa schrie: Lieber Gott, danke, dass du mich gerettet hast. Sie hatte so ein kleines Kissen dabei und damit hatte sie versucht, sich zu schützen. Auch in diesem Kissen war Schmuck eingenäht. Dann ist Anastasia wieder zu sich gekommen. Alexei hat auch Zeichen von Leben gezeigt. Auf alle, die noch lebten, wurde mit den Bajonetten eingestochen. Aus den blutigen Kleidern rieseln die Diamanten. Alle Schätze, die in Tobolsk und an den Leichen gefunden wurden, ich nenne sie die blutigen Schätze, wurden nach Moskau zu einer Sammelstelle für Diamanten und Schmuck gebracht. Sie hieß Gochran und dort auseinandergenommen. Damit verliert sich die Spur der Blutdiamanten. Am Grab der Zarenfamilie findet man etwas anderes: kleine Perlen. Diese Perlen wurden Topase genannt, aber in Wirklichkeit sind das keine Topase. Sie sind aus Kristall. Man sagt, dass jede der Prinzessinnen solche Perlen hatte. Ich bin der Meinung, dass ungeachtet der Broschen mit 100 Karat, der riesigen Rubine und Brillanten
und der unterschiedlichsten Schätze, dass diese Perlen, diese Tränen, die die Prinzessinnen während der Erschießung getragen haben, als der wichtigste staatliche Schatz anerkannt werden sollten. Fast jede Minute der Mordnacht konnte durch Zeugenaussagen rekonstruiert werden. Doch bis heute darf der Bericht in Russland nicht veröffentlicht werden. Wenn das gesamte Volk versteht, wie wichtig das ist, wenn das Volk Mitgefühl der Zarenfamilie gegenüber zeigt und die Grausamkeit und Niederträchtigkeit der Tatsache erkennt, dass ohne ein gerichtliches Urteil, ohne ein Verfahren, vor den Augen der Eltern ihre 5 Kinder erschossen worden sind, wenn man einen würdigen Punkt in dieser Geschichte setzen kann, dann wird uns das Leben leichter erscheinen und wir werden freundlicher miteinander umgehen. Wir respektieren die Vergangenheit. Das Gute, aber auch das Schlechte von der Familie und dem Zaren. Ich versuche, Gutes zu tun, zu helfen. Die jahrhundertealte Geschichte Romanows bewegt die Gemüter bis heute. Und auch die Suche nach dem Schatz der Zaren geht weiter. In Russland, in den Auktionshäusern und Archiven der ganzen Welt. Der Mythos vom verschwundenen Schatz einer untergegangenen Dynastie besteht weiter fort.